Ich finde die irgendwie kacke, weil die... Ich hab doch gesagt, wir müssen erst was bauen, dann... Was hast du denn, Alter? Beruhig dich, André, beruhig dich. Ich muss das Barrett hier checken. Was? Ich dachte, du heißt Barrett. Ja. Meine ich doch. Meine ich doch. Komisch. Hä? Was habe ich gerade gesagt? Darf ich übrigens erzählen, dass das dich jemand gestalkt hat? Oh, es hat mich jemand gestalkt, ne, ohne Spaß. Nein, Moment, wenn wir jetzt erzählen, dass mich jemand gestalkt hat, ja, dann weiß derjenige, das dass ich das wirklich bin. Ach so, shit. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wir könnten Frau schneiden. Nein, Quatsch. Nein, wir schneiden das raus, ey, hallo? Aber doch nicht. Schneiden das nicht raus. André wurde gestalkt. Wer ist André? Weiß ich auch nicht. Hä? Barretts, meine ich. Du wurdest gestalkt. Ja, aber das zeigt ja wohl, wer von uns beiden cooler ist, ne? Ich werd gestalkt und du nicht. Tja, ich bin einfach nur versteckter. Ich hab meine Identität besser versteckt. Genau. Deswegen habe ich mich auch extra umbenannt und du nicht. Das war ja das Auffällige, Alter. Was? Das war der hundertprozentige Punkt, woher es dann... Ganz ehrlich, wenn ich nicht sicher gewesen wäre, ne, anhand deines Namens wäre ich mir dann sicher gewesen, wenn man mal ein paar Folgen von uns gesehen hat. Ne? Schuhe? Ja. Aber ist auch egal. Ich darf jetzt auch... Oh Mann, das darf ich alles gar nicht sagen, das ist voll gemein. Was darfst du alles nicht sagen? Was du gerade gemacht hast. Wir können aber sagen, dass wir heute schwimmen waren. So just oh, wir waren schwimmen. Wir haben so einen richtigen Illusion Gaming Spaßtag gemacht. Kumpeltag, ja. Kumpeltag. Ein bisschen rumgekumpelt. Kumpeltag. War ganz cool eigentlich, fand ich. Und die so? Ah, mach die so. Dann waren wir noch schön ein Absanker, also natürlich was alkoholfreies. Wir sagen das immer so, als würden wir es nicht, als würden wir die ganze Zeit Alkohol trinken. Das ist so. Du sagst das die ganze Zeit. Ich habe immer gesagt, ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem Leben, also nicht so oft. Oder bin gegen Alkohol. Alkohol? Jungs, trinkt keinen Alkohol, das ist die Scheiße. Mach das weg. Hallo. Wir sind wieder zurück. Mein Router hat sich spontan... Es ist immer so, aber es ist immer nur, wenn wir das aufnehmen. Mein Router hat sich kurz verabschiedet und wollte mal eben neu starten. Sehr gut. Ne, ich bin also Bett. Wieder da. Komm, wir gehen jetzt ins Bett. Bin schlaf, dabei. Ich schlafe heute Nacht wohl besser auf der Couch. Du musst jetzt singen, Chris. Ja, ich... Nee, ich will nicht. Ich weiß aber, welches Lied du meinst. Doch wenn du morgen wieder Diamanten siehst und dem Glanz erliegst, dann hast du Amnesie. Und jetzt jetzt melodisch bitte. Nee, du. Hallo, wir können jetzt mal voll den Gesangspart machen. Nee, komm. Hier, ne? Weißt du doch, dann rennen wieder alle weg, wenn ich singe. Warum ist hier ein Skelett? Hallo? Bist du doof, Skelett? Hallo, Skelett. Are you sick in your head? Give me some bread. No props. Was? Das hat sich no nicht props. Gereimt. Doch. Hallo? Ich verbitte mir das. Ich verbitte mir das. Der Herr verbittet Hallo? Sich das. Hallo? Hallo? Lässt du das? Ich verbitte... Danke. So, ich sehe da hinten den Kritz laufen. Lauf mal schön. Hier weiter. Alter, hörst du das gerade? Ja, was ist das? Das ist ein Hubschrauber, der gerade richtig tief über unser Dörfchen fliegt. Sehr cool. Nee, geht so. Holt er dich ab, aber ich hab doch James gar nicht Bescheid gesagt, dass wir uns abholen sollen. James ist manchmal ein bisschen... Der macht, was er will. Der macht, was er will. Ich weiß auch nicht, wieso. Na, aber er macht halt. Ist er jetzt heimlich wieder mit unserem Helikopter einfach unterwegs, oder was? Scheinbar. Und tut so, ja, es ist meiner. Hier, Arschlecken deiner. Ich bin Crits und Barrels zusammen. Hallo? Check mal das Display. Meine Güte. Gutes Personal ist heutzutage echt Mangelware. Ja. Das was willst du tun? Was willst du tun? Ich bin ein echter Gangster. Ich habe immer auf Deutsch gerappt. Ja. Ja. Und du so?
Ich habe auch schon mal auf Deutsch gerappt. Ja, aber nur mitgerappt. Ja. Du auch nur. Ich verstehe das Problem nicht. Auch nicht. Gut. So. Ich habe ein bisschen Erde jetzt gefarmt, dann ging dein Router aus, dann habe ich einfach weiter Erde gefarmt. Natürlich hast du weiter Erde gefarmt. Natürlich. Ich bin auch nicht vom Server runtergegangen und habe gewartet. Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe natürlich weitergemacht. Ja. Weil ich habe bestimmt noch 5 Minuten geredet. Echt? Ja, und geredet. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich geredet habe. Schade. Ich weiß auch gar nicht, bei welchem Thema wir waren. Weiß ich auch nicht mehr. Ja. Auf das macht aber nichts. Oh, Chris. Du kannst doch einfach mal ein paar Eier braten. Keine Eier. Eier kann ich nicht. Mach doch nicht immer so einen Schickimicki-Scheiß. Kannst du einfach mal ein paar Eier braten. Ich keine könnte das, Eier. Könnte das den ganzen Tag machen, ne? Immer und immer wieder. Ja, es wäre immer wieder witzig für uns. Ja, es ist immer wieder witzig. Mach doch nicht immer so einen Schickimicki-Scheiß. Ich glaube, unsere Zuschauer, die nervt das auch schon tierisch, Alter. Ja. Es werden... Deswegen werden es auch wieder immer weniger Abonnenten, ne? Oh, schon wieder hier Rembo, der beste Koch der Welt. Schon wieder Eier. Eier. Chips Cola Facts. Was? Kindisch ist das denn bitte? Oh, du musst mir Chips und Cola ausgeben. Warum? Weil wir Chips Cola Facts gespielt haben. Ich habe aber nicht mitgespielt. Doch, hast du automatisch, weil wir das selber gesagt haben. Beweis es. Was? Beweis es, dass ich mitgespielt habe. Ja, ich habe Chips Cola für Hex gesagt, das reicht. Nein, das reicht nicht. Das reicht wohl. Nein, habe ich auch gar nicht gehört. Hast du es auf Aufnahme? Nein. Ja, das ist auf der Aufnahme. Ja, natürlich. Oh, ich habe vergessen, Aufnahmekopf zu drücken. Was? Was? Du hast nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt? Ich habe nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt. Verarsch mich nicht. Doch, wirklich. Ja. Darfst jetzt alles sagen, was du willst. Er verarscht mich, Jungs. Er verarscht mich. Jungs und Mädels übrigens. Alter, kann dieser scheiß Hubschrauber, kann James das dann immer abfliegen, ey? James wartet, dass du rauskommst. Oh, schreib mal eben James eine SMS, dass ich hier gerade aufnehme. Ja, aber der liegt da. Der kommt immer näher. Den roten Teppich aus. Roter Teppich, Schickimicki-Scheiße. Kann er nicht einfach mal, keine Ahnung, VW fahren? Sag ihm das! Kein Helikopter! Fliegen kann ich nicht! Ja, so ist es! So, ich mache jetzt was richtig Cooles. Echt? Ja. Oh, ich bin echt froh, wenn die Erde hier durch ist, ey. Das ist echt eine Arbeit. Mist. Sind ja noch halbe, das ist ja doof. Aber hört man das sehr in der Aufnahme? Ja, ist schon nicht ganz leise. Ich meine, ich könnte mich leiser drehen, aber da hört man mich halt nicht mehr. Ja, es passt schon. Wir sind halt so ein bisschen unter. Wir sind im Kriegsgebiet gerade. Live hier vor Ort bei Minecraft auf der Survival Island. Okay. Wobei, nicht ganz auf der Island. Wenige Kilometer davon entfernt. Berichten hier live. Jetzt wir schalten rüber zu Reporter Barrett. Was haben Sie zu berichten? Wir befinden uns auf einer Autobahn. 850 km/h. Der Fahrtwind. Der Mond wirklich da, wenn keiner hochzieht am Abend. Habe ich das Kind wirklich getötet? Philosophische Frage. Denn nur mein todschicker Wagen trägt die Spur. Der Typ auf der Motorhaube schläft doch nur. Im Ernst. Ich will dir nicht die Probleme verdoppeln. Erste Hilfe ist eh zu, bin ich eh zu besoffen, genau. Es so. Ist das Beste, wenn ich abhaue. Ich brauche da so ein TÜV-Siegel. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das Ausmaß ist überschaubar im Rückspiegel. Im Rückspiegel, ja, genau. So, okay. Jetzt haben wir ein bisschen gerappt. Alter, jetzt sind wir auch echte Gangster. Wir haben mal aus Spaß auf Deutsch gerappt. Alter. Das geht aber noch, da geht noch einiges bei uns, ne? Wollen wir, pass auf, wir müssen mal Folgendes aufklären. Das mit der Videoantwort, die haben das alle, ihr habt das, Leute, ein paar von euch haben das falsch verstanden.
ihr schreibt alle irgendwie bei Nina im Kanal, ja, hier mach mal die Videoantwort, aber das wäre ja eine Videoantwort von uns, die müssen wir ja machen, wenn dann. Stimmt. Ja, das wollte ich nochmal darauf hinweisen. Generell, glaube ich, haben sie es nicht ganz verstanden, weil sie müssen halt, wir machen eine Videoantwort, wenn sie halt nette... Ja, ich weiß es ja sowieso schon, jetzt ist, ja. Wie, wer weiß was. Ja, eigentlich sollte es doch eine Überraschung werden. Für Nina Times? Ja, also, pscht, nicht verraten. Ach so, so. Also, unsere Zuschauer, du darfst es verraten. Aber nur den Zuschauer, nicht Nina. Willst du noch eine Melone? Jetzt, okay, erzähl's nochmal. Wann machen wir das? Wie machen wir das? Wie wir das machen? Ja. Wir holen uns eine mega geile Kamera. Okay. Also, wenn du dein Gesicht nicht mit Heilerde einspielen möchtest, ich würde mich da gerne zur Verfügung stellen. Aber da das Ding ist, also das ist ja halt das Witzige an das. Ich weiß, ich habe ja selbst diese Heilerde damals wirklich benutzt, als ich so meine Pickelproblemchen hatte und so, ne? Das ist ja das Witzige. Aber, was, ich habe mir das Video nochmal angeschaut von Nina, was sie da gar nicht erwähnt hat, wie man das, ich habe nämlich noch einen Geheimtrick, wie man das noch richtig geil anmischt, sodass das noch viel besser wirkt. Ja, das stimmt. Habe ich dir schon erzählt, ja. Ja, ja. Und deswegen... Nein, das verrätst du nicht. Nein, das verrat's auch nicht. Deswegen wäre eine Videoantwort sehr sinnvoll, damit Nina auch mal hier noch einen besseren Tipp bekommt. Richtig. Ne? Weil wir sind hier eigentlich die mega krassen Kosmetikberater. Richtig. Nein, komm, wann hast du angefangen mit Schminken? Ja, ne, seit ich immer Barbie geguckt habe und Sailor Moon. Genau. Also so mit 5 habe ich mich angefangen zu schminken. Siehst du. Und dann hast du dein Tutu gekauft. Ja, also ich finde, ich bin richtig gut geworden jetzt, ne, im Schminken. Also eigentlich, komm, machen wir einfach einen Konkurrenzkanal auf. Komm, wir nehmen einfach Illusion Gaming, machen daraus einen Kosmetikkanal. Genau, also wir beenden mit sofortiger Wirkung alle Let's Plays. Ja. Und fokussieren unsere Videos nur noch auf Kosmetik und Lifestyle-Beratung für junge 14- und 15-jährige Jungs und Mädchens. Gut, damit haben wir das geklärt. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss. Hallo Leute, herzlich willkommen bei unserem ersten Lifestyle-Video. Lifestyle. Mit dem Lifestyle-Experten Critz. Und Barrett. Ja, und Ach komm ey, das hört man doch an der Stimme, dass ich Barrett bin. Sowieso. Sowieso. Du hast ja die viel tiefere Stimme als ich. Ja, das stimmt total, Alter. Denn wir haben uns gedacht, Let's Plays und so waren einfach nicht so. Nee, gut. Die waren kacke. Wahrscheinlich können wir nicht. Deswegen machen wir jetzt, wie gesagt, Lifestyle-Videos. Stimmt. Und dank Nina, ne, du hast uns auf den Trichter gebracht. Bedankt euch alle bei Nina. Nina. Hier, bitteschön. Danke. Wir werden heute uns eine Heilerdenmaske ins Gesicht schmieren. Aber... Ja. Wir waren zu doof. Zu doof. Wir haben leider nur tote Meer gefunden. Aber egal. Ja. Nina, erzähl mal, ob totes Meer auch so gut ist. Schreib's mal bitte in die Kommentare. Genau. Wir wollen das wissen. Ich würde sagen, da schon so. Theramie, ja, ja, unbedingt. Also. Du Scheiße. Pass auf, also es heißt halt wirklich, wir müssen. Ja, lies mal vor, genau. Auf die vorgereinigte Haut auftragen. Wie? Ja, nee. Ich habe heute Morgen geduscht. Ich habe gestern geduscht. Ja, du bist halt noch der wahre Gamer. Ich rieche auch ein bisschen. Danke. Spaß. Augen und Mundpartien ausspülen. Du darfst das nicht im Mund nehmen. Was heißt denn ich? Achso, okay. Tote Meer schmeckt doch lecker. Sicher? Salz. Okay, und 10 Minuten einwirken lassen. Gut, also ich denke, wir machen das so, wir klatschen uns das jetzt ins Gesicht, wir machen mal einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir uns das abgewaschen haben mit unserer neuen, schönen, sauberen Haut. Okay, let's go. Ja. So, ich bin mir wie gesagt, Scheiße, ich krieg das heute nicht raus. Also ich zeige euch das nochmal genau, also wo haben wir das gekauft? Es ist weiß. Wir haben das real gekauft. Nee, bei Rewe habe ich das, bei Rewe, bei Rossmann habe ich gekauft. Hier, guck mal, hier sieht man jetzt das, ich weiß es nicht, hier, guck mal da. Ich weiß nicht, ob das scharf ist, ich glaube nicht, egal. Scharf? Du sollst das nicht essen. Ja, aber ich will doch, das steht doch... Mann. So, guck mal. Das ist kein Lippenstift. Ich würde sagen, du fängst an, ich schon mit das erstmal an. Ich fang an? Alter, du sollst nicht gleich alles in deine Hand schmieren. Warum nicht? Hast du mal nie eine Maske gemacht? Nein, aber du bist hier Barrett's der Lifestyle-Experte. Du bist voll bescheuert, du sollst das mitmachen. Ich schau mir das doch erstmal an. Okay, warte, ich mach jetzt. Hallo? So, ich fange mit der Nase an. Ich will übrigens von jedem von euch eine Videoantwort, wie ihr das auch macht. Genau, ne? Also wenn wir schon unser Token Lifestyle Kanal machen. Ich mache das so richtig schön. Oh, jetzt willst du dich entspannen. Oh. Alter, das ist ja wie ein Wellnessbad hier. Oh. Ach ja. Aber du siehst auch richtig gut aus jetzt, ne? Mit deinem weißen Kinn. Gut, dass du deinen Bart noch dran hast.
Ja, Bart muss ich mich natürlich heute Morgen extra rasiert. Ich nicht. Ist doch eigentlich viel geiler, jetzt zu sitzen und sich so eine Maske ins Gesicht zu schmieren, anstatt ja, stimmt eigentlich. Die Walking Dead zu spielen. Ah, für Minecraft, weißt du, Türme bauen. Ja, Minecraft schon mal gehasst, ne? Oh, Minecraft, ist doch super scheiße. Sag mal, soll ich die Augenbrauen auch rauslassen? Nee, die kannst du voll schnell. Okay, warte, die mach ich voll. So. Die kannst du vorher hauen. Ja? Ja, die werden dann rein. Okay, warte. Oh, hier ist doch der Bart mitmachen. Oh. So. Geil! Nee, ich muss die Nase. Die Nase ist ganz wichtig. Die Nase? Ja, die ist anfällig für. Du siehst voll scheiße. Gut aus. Du schmierst es dir gleich alles an dein Teil da. Was tue ich? An meinen Teil? Nein, bitte nicht. Dann müssen wir das auf ein anderes Portal rudern, glaube ich. Ja, ich kenne ein paar. Nee. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Nee, überhaupt gar nicht. So, guck mal, es wird doch immer schöner hier. Hör mal auf, so rumzustehen, Alter. Ich bin hier voll im Genuss, Alter. Ja. Ja. So. Was machen wir eigentlich mit dem Community-Server? Ah, ich hab keine Ahnung. Wollen wir da unsere Wellness-Gruppe draus machen? Ja, also wir Illusion, Illusion Lifestyle Wellness-Gruppe. Genau, und wir laden die alle mal zu uns ein, dann geben wir sie alle mit Heilerde ein. Ja, oder auch mit Tote Mehrmaske. Oder mit Tote Mehrmaske, das können wir auch machen. Was ist jetzt der Unterschied? Kannst du uns mal aufklären? Du bist doch der Experte. Was ist der Unterschied zwischen Tote Meer und Heilerde? Totes Meer ist halt mehr auf Salz basierend, weil Totes Meer ist halt ganz viel Salz. Ja. Weißt du, im Toten Meer, da kannst du nicht tauchen, weil das so ein hoher Salzgehalt ist, dass du hochgedrückt wirst. Ja, ja, ja. Also kannst du quasi... Also kommt das wirklich aus dem Toten Meer? Ja, das kommt richtig aus dem Toten Meer. Das haben sie direkt abgeschüttet, ein bisschen Mehl mit reingeknallt, damit es weiß und dick wird. Ja. Und dann, also quasi, ne? Mhm. Warte, guck mich mal an, was du hast vergessen. Alter! Pre-dinner snack. Das stecke ich mir jetzt nicht in den Mund. Schade. So, und wir sind fertig, ne? Mhm. Ich bin auch fertig mit den Nerven. Warum? Ja, du siehst glaube ich, tausendmal besser aus als ich, glaube ich. So? Das ist auch schön hier an deinen Haaren und alles dran. Oh, herrlich. Herrlich. Ich meine, ich kann mir besser ins Gesicht schmieren und so. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Wir lassen uns jetzt natürlich 10 Minuten einwirken und dann machen wir unseren Erfahrungsbericht. Wie gut die tote Meermaske ist. Oh, das brennt richtig im Gesicht. Es ist wirklich so. Boah, du bist doch knallrot. Du bist nicht allergisch gegen den Scheiß. Wir sehen uns gleich wieder bei Illusion Lifestyle. Ciao. Wiedersehen. Diesmal fängst du an. So, liebe Freunde, wir sind zurück. Wir sind zurück. Abgewaschen. Also, wir haben mit roten Gesichtern. Also, du bist knallrot. Ich bin richtig knallrot. Ja. Also, das rote Meersalz ist doch sehr, sehr aggressiv. Aggressiv. Also, unser Erfahrungsbericht. Aggressiv. Wir müssen jetzt natürlich ganz seriös wirken. Also, warum bist du da nass? Weil ich mich ganz schön abgewaschen habe. Ja. Also, Rossmann, lieber Rossmann, ne? Wenn du uns hier so eine tote Meermaske verkaufst, ne? Und die so brennt und wir so rote Gesichter davon bekommen. Das ist voll geil. Das ist richtig geil, Alter. Ja, super, super Produkt. Kauft euch alle die tote Meermaske. Also, ich muss ja sagen, vorher habe ich mich nochmal rasiert und deswegen hat es wahrscheinlich so gebrannt, aber diese rote, diese Meerpaste, ne? Die hat meine Rasierwunden aufgerissen und dann hat es angefangen zu bluten. Und es war ja, hier oben aber auch bei dir. Irgendwie, ne? Hier oben? Nee, ich rasiere mich nicht die Stirn. Nee, aber da hat es geblutet. Nee, hier hat es geblutet. Da hat es geblutet, aber hier hat es geblutet. Okay. Ne, also, Du, aber ich glaube, sind nicht so die Lifestyle-Experten. Ah, nee, mir nicht. Ist ganz schön in die Hose gegangen. Ja, scheiße. Also, das können wir noch weniger als Let's Plays. Ja, dann machen wir einfach wieder einen Rückzieher, oder? Ich bin mir noch nicht so sicher. Oder wir machen einfach noch ein zweites Video, wo wir zeigen, wie du deine Dreadlocks am besten hast. Ah, hier? Dreadlocks? Ja. Herrlich. Das machen wir noch. Ja, und wenn das klappt, dann haben wir es. Aber das machen wir erst, wenn wir. Wie viel? 1000 Likes haben? So, 1000 Likes? Ja, das ist nicht passiert. Achso, das wird nicht passiert? Das ist nicht passiert. Wie viel müssen wir das sagen? Sagen wir 5 Millionen Abonnenten? Nee, das ist zu viel. Ja, aber das passiert nicht. Das ist ja glaubwürdig. Es passiert nicht, was muss noch glaubwürdig sein. Achso, dann, ja. 1000. 1111. 1111? Likes, okay. Also okay. Bei 1111 Likes bei diesem Video hier machen wir noch ein zweites Video zum Thema Dreadlocks. Aber genau. Das wird ja ganz schnell klar. Dann machen wir ihm so eine Dreadlock auch an der Stirn und mir so auch so eine Dreadlock an der Stirn. Jo. Gut. Leute, komm rein. Schaut nochmal bei Nina Times vorbei und lasst ein dickes Like da. Sie hat uns überredet für dich. Ja, das war alles ihre Schuld. Alles ihre Schuld. Also schön bedanken und wir sehen uns wieder bei Minecraft. Ja, super. Und rein. Wiedersehen. Ciao. So, Leute, naja, also, Barrett, ich mein's nicht böse, aber ich glaube, Let's Plays sind doch eher unsere Sache.
Ja, stimmt. Jetzt wärst du doch eher unsere Sache. Aber du sahst so süß aus. Ja, danke. Du auch. Ja. Also mein Geheimtrick war der Hammer, oder? Ja, irre. Also Dina, ich hoffe, du siehst es. Also nein, und wenn nicht, dann werde ich es dir schicken. Ich möchte, dass du jetzt auch in deinem nächsten Video sagst, mit Kamillentee ist einfach geiler. Ja, stimmt. Ist einfach so geiler. Gut.